Der Kampf ist angesetzt auf 4 Runden, 4 Rounds of Boxing. The boxers to the center, die Boxer zur Mitte. Das sind unsere Kämpfer am heutigen Abend. In diesem Sinne herzlich willkommen bei der zweiten Profi-Boxgala, bei der zweiten Hatzroli-Profi-Boxgala hier im BMW-Park. Die Boxer sind bereit. Wir gehen rein ins erste Gefecht. Mehr dazu später. Sami Ameti gegen Merab Turkadze, unser Ringrichter Oliver Brien. Ganz, ganz erfahrener Mann. Sehr, sehr viele Kämpfe schon als Ringrichter begleitet. Und jetzt geht's hier los. Die beiden Boxer sind da in der roten Ecke. Amedi, gut zu erkennen an der Hatzroli Shorts. Und sein Gegenüber aus Georgien. Natürlich der krasse Außenseiter. Runde 1 von 4. Das Gefecht relativ kurz angesetzt. Das ist ganz normal, weil Sami Ameti eben einfach ein junger, aufstrebender Boxer ist. Der muss sich erst an die Profidistanz gewöhnen. Von daher ist das völlig Usus und normal. Wir schauen mal, wie sich die ganze Sache entwickelt. Schöne Rechte zum Körper. Versucht da etwas mit Finden zu arbeiten. Ameti, 19 Jahre jung. Bisher ein Kampf, ein Sieg. Da versucht das nochmal. Natürlich schwer gegen so einen ganz erfahrenen Mann. Für ihn geht es einfach darum, sich zu gewöhnen. Da ist der erste Treffer, wo man schon mal gesehen hat. Der hat richtig Wumms hinter den Fäusten. Sein Vater hat ihn damals zum Boxen gebracht. Und heute will er es wissen, hat noch ganz, ganz viel vor sich. 90 Sekunden jetzt noch in Runde Nummer 1. Turkadze eher defensiv bisher unterwegs, abwartend. Ameti dominiert die Ringmitte. Dominiert hier den Kampf. Das ist einfach bisher eine gute Leistung. Wenn er defensiv sich da jetzt einfängt, aber auch trifft, da muss er aufpassen. Rechte ist da leicht runtergefallen und dann war auch mal ein Schlag drin vom erfahrenen Veteranen hier in unserem Auftaktgefecht, wo er noch wirklich, wirklich richtig viel vor uns liegt. Ja, da hätte er nachgehen können, um einfach noch ein bisschen mehr Druck zu entfachen. Aber trotzdem, diese erste Runde, die ersten 2,5 Minuten, sie gehören dem Schützling von Goni Kurtisi. Das Fotofinish in der ersten Runde hier bei der Hatzroli Profi Box Gala. Die sollte klar an Ameti gegangen sein. Hat viel, viel mehr gemacht in dieser ersten Runde. Den Ring von der Mitte aus dominiert. Von Turkadze kam quasi nichts außer einer Aktion. Da haben wir mal gesehen. Da wollte er kontern. Hier schöne Attacke zum Körper. Kriegt da die Deckung etwas auf. Da war er mal selber zu offen. Insgesamt aber doch eine relativ klare Angelegenheit. Runde 2 in diesem zweiten Profi-Fight der Karriere von Sami Ameti. Gelernter Einzelhandelskaufmann, auch Fitness-Box-Trainer,
wohnt mit seiner Familie über einem großen Fitnessstudio in Plattling im Bodyfit und wirkt auch hier völlig austrainiert. Das ist ja wirklich dann die Sache, wenn man vom Amateurlager zu den Profis geht. Man muss sich an die längere Distanz gewöhnen. Das ist heute schon mal eine Runde mehr als bei den Amateuren, wo ja 3x3 Minuten geboxt wird. Da muss man den Körper dran gewöhnen, die Ausdauer anpassen. Das sind dann die Schritte. Schöne Rechte da jetzt durch die Deckung durch von Ameti. Tokarze da kurz unaufmerksam. Das war auch das, was Trainer Cortesi gefordert hat. In der Rundenpause mehr Aktionen und auch Aktionen und Schläge am Stück. Vom Mann aus Plattling. Schauen wir mal, wie sich das Ganze hier weiter fortsetzt. Tokarze eher defensiv, bisher aktiv. Ameti versucht immer diese linke Führhand bzw. die Schlaghand ist es teilweise, wechselt auch die Auslage hier der Mann aus Georgien, schnell abzukontern. Jetzt trifft er ihn auch mal ordentlich, wird hier gut durchgerüttelt. Ameti riecht hier seine Chance. Wird da aber auch etwas zu wild und in solchen Gefechten stand Tokarze natürlich regelmäßig in seiner doch langen Karriere. Fünf Sekunden noch. Erster Aufreger hier im BMW-Park. Ameti fintiert wilder. Tokarze locken, will ihn aus der Reserve locken. Das schafft er da auch. Das war ein Ausrutscher, kein Knockdown. Wird trotzdem angezählt. Aus meiner Sicht war das ein Ausrutscher. Sagt Tokarze auch, kann weitermachen. Oliver Breen geht da auf Nummer sicher. Ameti nochmal mit einer guten Aktion. Und schlägt ihn jetzt erstmals wirklich zu Boden. Die Runde sollte er aber überleben. Hier bei Hazzarolli Sports und Performance. Die zweite Veranstaltung überhaupt. Ich möchte das Boxen in München wiederbeleben, hat Promoter Burim Hazzarolli gesagt. Und jetzt lässt er diesen Worten Taten folgen. Der Auftritt hier von Ameti wird ihm auch gefallen. Was Ameti wirklich gut macht, er ist mutig. Er ist mutig, er will es wissen, geht auch etwas ins Risiko. Dominiert diesen Kampf hier aber auch komplett, so ehrlich muss man sein. Da ist ein Klassenunterschied zwischen beiden Athleten. Runde 3 im ersten Gefecht. Ameti wird jetzt die Entscheidung suchen. Der Mann mit kosovarischen und türkischen Wurzeln dominiert dieses Gefecht hier komplett. Und der Abelran wird sich jetzt bisher auch nichts ändern in dieser Runde. Weiter in der Ringmitte im Vorwärtsgang. Ah, schöner Körpertreffer. Tokarze zeigt aber Nehmerqualitäten. In dem Fall ist er auch eher ausgerutscht. Natürlich die riesigen Geschwindigkeitsvorteile bei Ameti. Der das Boxen liebt, weil er sagt, hier steckt man ein, hier kämpft man, hier muss man schnelle Entscheidungen treffen. Das macht er heute bisher ganz gut. Nächste Kombination.
Das ist mir jetzt etwas zu wild gewesen. Tokarczyk kann ausweichen. Schöne Führung zum Körper. Versucht weiter den Georgier zu locken und dann zuzuschlagen. Der Mann aus Plattling. Wieder auch ansatzlos die Rechte. Das kann auch ein Überraschungsmittel sein. Aber so ein erfahrener Mann wie Tokarczyk lässt sich nicht so leicht aus der Reserve locken. Hat sich jetzt wieder erholt, hat die Zeit gut genutzt, im Rückwärtsgang geboxt. Und scheint jetzt wieder relativ stabil dazustehen. Jetzt nochmal eine Offensivaktion von Tokarczyk, der sich sicher wohl in Runde 4 bringen wird. Hameti hat in diesem Durchgang nicht so richtig die Lücken gefunden. Letzten 10 Sekunden. Schön mit dem Kopf wegbewegt, wieder gute Maid-Bewegung. Also defensiv ist das ordentlich, was Tokarczyk hier an den Tag legt. Wir gehen gleich rein in die letzte Runde unseres ersten Kampfs des heutigen Abends. Kotisi, ganz, ganz erfahrener Trainer. Wird dort mehrmals in der Ringecke zu sehen sein. So etwas wie die rechte Hand vom Promoter Burim Hansvolli. Wird seinem Schützling wohl jetzt sagen, genauso weitermachen. Gar nicht mal unbedingt den Knockout suchen. Kotisi hat mir gesagt, er will von Sammy eine Weiterentwicklung sehen. Er muss sich gewöhnen an das Niveau. Hat das Boxen im Blut, das hat auch sein Schützling gesagt. Auch das haben wir im Ansatz schon gesehen. Wir schauen gespannt drauf, ob er es noch finishen kann. Es ist kein Muss für ihn, auch so schon ein ordentlicher Kampf für den Mann aus Plattling. Ein Finish wäre natürlich das Tüpfelchen auf dem I. Wieder ansatzlos die Rechte. Was er gut macht, er verfolgt die Aktion auch nach. Während wir hier die drei Punktrichter sehen, auf die es vielleicht ankommen wird. Levin Schukur mit dabei. Ganz, ganz erfahrener Judge. Aber jetzt schauen wir nochmal, was Sammy hier liefern kann. Er will den Knockout. Das ist zu spüren hier am Ring. Er geht nochmal nach vorne. Er weiß auch, das sind noch 120 Sekunden. Und die hat er locker im Tank. Tokarczyk ist aber auch ein erfahrener Ringfuchs. Das ist zu spüren. Er bewegt sich immer wieder schlau weg, versucht hier so wenig wie möglich zu nehmen. Defensiv durchaus ordentliche Fähigkeiten. Nur wenn er in den Vorwärtsgang geht, dann ist eigentlich klar, er wird mindestens einen einstecken. 70 Sekunden noch auf der Uhr. Thank you.
Wieder so ein Beispiel, wie er sich schön diesem Schlag entzieht, richtig genüsslich tänzelt er da weg. Und Ameti, der in Deggendorf geboren ist, seit 4 Jahren bei Cortesi trainiert, dem rinnt langsam die Zeit davon, ist aber auch schwierig. Den Knockout, den kann man ja nicht erzwingen, das weiß jeder Boxer, der kommt oder er kommt nicht. Wenn du ihn suchst, dann klappt es meistens. Am wenigsten ist eigentlich wie so viele Dinge im Leben. Um hier ein bisschen philosophisch zu werden, bei der zweiten hat's Rolli, Profi-Boxgala, fliegt er immer noch mal aus dem Ring, aber das war eher ein Stolpern als durch die Schlagwirkung. Letzten Sekunden und dann ertönt der Schlussgong. Ameti gegen Turkaze. Eine sehr, sehr einseitige Geschichte, aber schöner zweiter Kampf für den Newcomer aus dem Stall von Goni Cortesi. Das müsste bei aller Liebe der zweite Sieg gewesen sein, ganz, ganz klar. Viel klarer kann ein Kampf eigentlich nicht sein als unser Auftaktkampf. Später erwarten wir viel, viel spannendere Duelle. Schäfert Isufi unter anderem gegen Amenak, Ovanisian, Timur Nikakoyev gegen Ezequiel Maderna. Alles später dann live auf München TV im Fernsehen zu sehen. Jetzt warten wir erst nochmal auf das Urteil. Kai Petzmann wird das verkünden. Sehr, sehr erfahrener Moderator und Ringsprecher. Hier sehen wir nochmal Turkaze, der hat alles gegeben. Mehr kann man von ihm in dem Fall nicht verlangen. Und Ameti hat das Siegerlächeln schon im Gesicht. Als nächstes haben wir dann Muzamiro Kakande gegen Gabor Gorbic. Das wird ein sehr, sehr spannender Kampf. Da erwarten wir ein deutlich engeres Duell. Jetzt aber erstmal zur Urteilsverkündung im Ring mit Kai Petzmann. Meine Damen und Herren, unsere erste Urteilsverkündung heute Abend ist uns immer einstimmig. Unanimous Decision, damit auf seinen zweiten Profikampf gewonnen. Einstimmig die rote Ecke. Sami Ameti! Herzlichen Dank, thank you very much, Vera Turkaze. Sami, komm, ganz kurz. Ich weiß normalerweise, ich meine, da sind die Kameras, normalerweise solltest du dich jetzt eigentlich in diese Richtung da drehen, denn von da kam natürlich Power. Wir machen das auch tatsächlich. Gratulation zum zweiten Profikampf, zum Sieg. Und wie ist das, hier in die Halle reinzulaufen als erster, immer der schwierigste Kampf und dann kriegst du gleich so eine Power von deinen Fans. Ich habe die Frage noch verstanden. Deine Fans, Power, Kraft ohne Ende, Energie, wie ist das, wenn du hier reinläufst? Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Wenn du in den Ring kommst und von da oben schreien dir sehr viele und feiern dich an. Es gibt viel Motivation und Kraft und macht auch natürlich noch mehr Spaß. Wunderbar. Burim Hasrolli steht schon hier, der wird heute Abend, komm ein bisschen hier zwischen, komm, wenn du schon hier stehst. Erster Kampf, ich meine, es ist schon schön, ne? Man zittert dem Ganzen immer entgegen. Hoffentlich läuft das alles, hoffentlich funktioniert alles. Dann geht der Kollege rein mit 19 Jahren und macht das klar. Wunderbar, oder? Also wir haben wochenlang unsere Jungs trainiert und gepusht, dass für den heutigen Abend wirklich glänzen. Und der Sami hat auch heute gezeigt, was wir bis jetzt geleistet haben. Also von daher, Burim, wir zwei, wir sehen uns definitiv noch heute Abend 2 oder 3 Mal im Ring. Herzlichen Dank für die wunderbare Halle. Und es ist natürlich, es kommen noch ein paar. Also es sind auch noch ein paar Tickets da. Vielleicht alle, die uns jetzt gerade bei den München TV Stream sehen, es sind noch Tickets da. Kommt einfach vorbei. Wie gesagt, ab 29 Euro gibt es hier sogar schon die Tickets. Und das ist höchst selten. Nehmt mal, wer hier durch den Abend führt, liebe Zuschauer. Das kann ich Ihnen sagen. Und zwar jetzt im Livestream und später natürlich auch auf München TV. Freue ich mich sehr drüber. Wir zwei haben tatsächlich noch nie leibhaftig zusammengearbeitet. Sehr, sehr erfahren.
erfahrener Moderator und Kenner des Boxens. Freue mich sehr, Roman Horschig begrüßen zu dürfen. Roman, schön, dass du da bist und wir werden ja später auch noch einiges zusammen erleben. Ich weiß, du freust dich auch auf diesen Kampfabend. Und ich kann sagen, wir machen genau so weiter, liebe Zuschauer. Es steigert sich Kampf für Kampf. So viel darf sicher sein. Und wir bleiben auch direkt mal in derselben Gewichtsklasse. Wir gehen jetzt wiederum weiter. Nein, ich habe gerade gesehen, wir haben ins Mittelgewicht gewechselt. Nicht Superwelter, sondern wir wechseln ins Mittelgewicht. Angesetzt auf 6 Runden. Und ich rufe in den Ring aus Ungarn, Budapest, Gabor, Squirrel, Garbage. Set the blow, college, dorm room doors on the hinges. Oranges, peach, pears, plums, oranges. Yeah, here I come, I'm inches. Away from you, near, fear none. Hip hop is in the state of 911. So let's get down to business. I don't wanna find a way around, what is this? Must be a circus in town. We shut the shit down with these clowns. Am I gonna witness? Hell yeah. Let's get down to business. I don't wanna find a way around, what is this? Must be a circus in town. Erfahrener Stratege, lange nicht mehr ausgenockt worden und sein Spitzname lautet auch noch das Eichhörnchen, weil er gekonnt defensiv sich bewegt. Schauen wir mal, wie es heute klappt. Gabor Gorbic auf dem Weg zum Ring. Und nun kommen wir definitiv zu einem der schillerndsten Boxer heute Abend hier bei Hasrollis Boxing Night. Gebürtig in Uganda, aber wohnhaft schon seit einiger Zeit in München. Herzlich willkommen, Musamiro, the real King Kong Kakanda! Der afrikanische Krieger und er ist ein Showman. Musamiro Kakande will weiter nach oben. Nun auf dem Weg zum Ring. Unsere Punktrichter erneut Levent Shukur, Alexander Wilding und Adrian Laschesko.